So, Fails of the Week. Dieser Moment, lieber riskieren, alles fallen zu lassen, als zweimal zu gehen. Das ist so, wenn du dir den Weg einfacher machen willst und du verkackst. Nee. Oh, oh, oh. Don't, ich glaube, das war nicht geplant. Wie macht man das eigentlich beim Skifahren? Ernst gemeint, ich war noch nie in meinem Leben Skifahren. Also, ich war in der Skihalle, aber ich war noch nie ernsthaft draußen Skifahren. Wie macht man das eigentlich? Wenn du hier runterrutschst, dein Skier steckt hier, dein Skistock ist hier, der andere Skistock ist da, du kullerst und landest hier unten, musst du dann durch den Schnee in diesen fucking Skischuhen den ganzen Weg hochstapfen, um da wieder dran zu kommen. Das ist doch super. Der Nächste bringt dir mit, ah, okay, ah, das ist ja nett. Ist es so ein ungeschriebenes Skier-Gesetz, dass man, wenn man das sieht, die Sachen nimmt und mit runterbringt? Machen das Skifahrer untereinander? Ah, okay, das ist cool. Okay, das ist cool. Ja, das ist schon cool. Oh, die Lampe. Nein! Steven! Oh mein Gott! Keep going. Oh nein, der Kuchen! Happy birthday! Schuldig er sich fühlt. Oh nein! Wie schuldig er sich gefühlt hat. Hell no! Mom. What? I just got pulled over. I need you to go outside and I need you to lay on the ground somewhere. Mom. I'm not going to go lay on the ground. Mom, I just got pulled over and I told them the reason I was speeding is because you got hurt. What do you want me to lay in? I don't care. In the driveway. And that he's coming with me. Okay? Going 40 and a 25. What? Mom, can you do it? Holy s***. You just want me to lay in? Yes, just go lay in the driveway. We're coming. She's a loyal one. She's a loyal one. I knew it. Geile Pranks. Nicht so das, wo man irgendjemanden zu Tode erschreckt oder was auch immer, irgendwas kaputt machen muss oder das finde ich richtig witzig. Das finde ich richtig, richtig witzig. Ich habe letztens auch was gesehen, das fand ich auch richtig geil. Da haben die, also da war eine Frau, also ein Mädel, die hat ihrem Freund ihren Eltern vorgestellt, ihrer Mutter vorgestellt sozusagen. Freund und Mutter haben sich noch nie im Leben vorher gesehen. Und ihr Freund hat sie erzählt, dass die Mutter schwerhörig ist und er deswegen sehr laut und sehr langsam sprechen muss, damit sie ihn versteht. Und der Mutter hat sie genau das Gleiche gesagt. Sie hat gesagt, mein Freund ist schwerhörig, du musst sehr langsam und sehr laut sprechen, damit er dich versteht. Und so sind die aufeinander getroffen. Das fand ich so gut. Das fand ich auch richtig, 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 richtig gut. Und ich... Oh, das finde ich richtig witzig. Und das sind so Sachen...
Ah, ich möchte das auch bei irgendjemandem ausprobieren. Wenn man so zwei Menschen dann so vorstellt und du sagst denen im Voraus einfach, nicht lachen oder nicht komisch, der ist sehr langsam, du musst sehr laut sprechen, damit er dich versteht. Yeah, it's not, it's supposed to look like this. Or maybe even like that. But what's this? It's cute. Yes, get back in your bed. Get back in your bed. No, I can't. Why? Are you stuck? Hey, hon. Yeah. Are you about done? Yeah, I'm pretty close. Like, have you washed your hair and all that? Yeah, I'm about to wrap it up. You need help with Bastion? Yeah, I want to try to get a quick shower, so don't use all the hot water. You hear me? Yes. Oh, nine. Oh my God. Sie hat einfach ihren Mann getötet. Sie tötet einfach ihren Mann mit Mehl. Oh nein, die Pizza! Das war schon gesehen, das ist gut. Alter, der hat sich sowas von seiner Wirbelsäule zusammengestaucht. How you end up clear back there when you're kicking that tree? What the fuck? You got it! Oh. Let's go! Oh! Oh! Sah nicht gut aus. Das war doch bis auf den Knochen aufgeratscht, oder? Könnt ihr mir doch nicht erzählen. Das war doch... über den Asphalt, ey. In der Geschwindigkeit.